Ach, ein wunderschön, ihr Lieben. Das ist echt schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin hier in der Höhle der Löwinnen sozusagen. Ich habe mich da reingetraut, Wir tun nichts. weil ich heute nämlich ja eine ganz besondere Sendung hier machen möchte, und zwar mit dem Thema Cannabis und Frauen. Dazu habe ich mir eingeladen und bin sehr stolz, dass die gekommen sind. Die Sonja von unserer kleinen Pottfarm, die sitzt in Spanien. Und Hallo. die Mila von der Kanner-Bibliothek aus Deutschland. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Ich würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor, vielleicht erst die Sonja. Ja, gerne. Also mein Name ist Sonja Beker. Ich bin seit ungefähr 2012 oder so in der Cannabis-Welt unterwegs, bin aber da so ein bisschen wie die, wie sagt man, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich hatte wirklich mit Cannabis eigentlich nichts zu tun, bis mein Mann irgendwann ins Zimmer kam mit ein paar getrockneten Zweigen und meinte, willst du mir vielleicht beim Trimmen helfen? Und ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet, ehrlich gesagt. Also damals waren wir auch noch nicht verheiratet, das kam dann erst später. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich, als ich in Deutschland gewohnt habe, wirklich mit Cannabis noch nichts zu tun gehabt, erst als ich in die USA ausgewandert bin. Und dort haben wir dann eine kleine Pottfarm aufgemacht und angefangen, medizinisches Cannabis zu züchten und das dann zu entsaften, sage ich immer, und daraus Edibles zu machen. Und dieses Edibles-Business, das haben wir jetzt auch noch. Wir sitzen zwar halt hier in Spanien, aber die Küche, da wird weiter gebrodelt und geprotschelt. Und ja, das ist so mein Werdegang. Vorher Stimmt. war ich Journalistin und jetzt versuche ich die zwei Sachen ein bisschen zu kombinieren. Das passt ja auch ganz gut. Ach, das ist ja total die spannende Geschichte. Das wusste ich überhaupt nicht, dass du in den USA auch warst und dort medizinisches Cannabis angebaut hast. Wo warst du denn genau? An der Ostküste in Maine, also fast Kanada. Weiter nach Norden geht es bald nicht, dann bist du in Kanada und sehr ländlich auch gelegen. Das ist auch so ein bisschen ein Grund, weshalb wir jetzt hier in Spanien sind. Das war zwar einerseits wunderschön, aber andererseits, wenn man halt wirklich mit dem Auto dann zum nächsten Nachbarn fahren muss, mit kleinen Kindern, ist einfach blöd. Ich wollte halt auch, dass die mal ein paar Leute zum Spielen haben und dann sind wir umgezogen hierhin. Aber ja, in Maine ist medizinisches Cannabis schon sehr, sehr lange legalisiert, seit den 90ern. Ja, und da ist es wirklich mittlerweile so, dass eigentlich jeder Hinz und Kunz baut dort an oder ist Caregiver. Wenn irgendwo ein Ladenlokal frei wird, kannst du wirklich davon ausgehen, dass da ein Cannabis-Shop reingeht. Echt jetzt. Also Wow. früher wäre es eine Eisdiele gewesen, jetzt ist es ein Cannabis-Laden. Aber dann auch in guter Qualität. Ja, also wirklich, das sind alles so, das ist halt so Small Craft, sage ich jetzt mal, Cannabis, das sind kleine Leute, nicht die großen Unternehmen. Es ist in Maine genau umgekehrt, also medizinisches Cannabis, das sind wirklich so die Grassroots-Leute, die kleinen Bauern, und das Recreational Cannabis, das kommt von den großen Unternehmen, und deshalb sagen die echten Mainer halt auch alle Buh zu Recreational und yay, medizinisch. Es ist auch günstiger. Das kommt natürlich noch dazu, weil es auch nicht so besteuert wird. Ne? Deshalb, Okay. ja, ich sage auch yay, yay Medical Cannabis. Ja, Mila. Interessant. Ja, dann bin ich jetzt dran. Ja, also Ja. erstmal ein herzliches Hallo. Ich bin die Mila Grün. Ich bin Founder und Chefredakteurin der Cannabib bzw. der Cannabibliothek. Wir sind einfach eine Plattform, die verschiedene Cannabis-Themen, aber auch verschiedene Cannabis-Unternehmen unter einen Hut bringt sozusagen. Also wir haben 2017 mit dem Ganzen angefangen, Cannabis-basierte Texte zu schreiben. Damit habe ich begonnen. Wir waren zu zweit. Also die Cannabibliothek ist quasi zu zweit entstanden, mein Partner und ich. Der ist 2017 auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mein Cannabis-Wissen, das ich mir einfach über die Jahre angesammelt habe, in einem Blog einfach preiszugeben. Und dann habe ich halt ganz, ganz blauäugig, wie ich war, gesagt, ja klar, mache ich. Blog klingt super, habe ich Lust drauf. Und ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was es bedeutet, einen Blog zu schreiben, SEO-optimierte Texte zu schreiben, überhaupt eine Webseite zu leiten, zu führen, eine erfolgreiche. Mein Partner Camilo, der ist seit Jahren in dem Thema, der hat eine Webagentur, also der wusste genau, wovon er spricht. Und ich kam aber aus einer ganz anderen Branche und habe mich aber schon immer für das Thema Cannabis interessiert. Also ich persönlich habe schon ein langes Thema mit Cannabis. Ich habe, ja, wie das halt auf dem Dorf so ist, ich bin in einem bayerischen Dorf aufgewachsen und hatte einfach
noch nie so richtig Interesse an Alkohol, was natürlich bei uns ja Standard ist. Also, dass man sich als Jugendlicher oder Jugendliche in irgendwelchen Bauwegen oder auf Faschingsfeiern oder sonst irgendwo besäuft, ist einfach, so traurig das ist, bei uns ganz normal. Begleitete Trinken mit 14 wird hier auch gelebt. Und das war irgendwie noch nie meins und das ist von meinen Freunden, die ich damals hatte. Und wir waren dann halt so die Kiffer aus dem Dorf, so immer so ein bisschen ausgeschlossen, was aber für uns völlig okay war. Das Einzige, was halt nicht für uns okay war, war die ganze Kriminalisierung, die dahinter gesteckt hat. Also Besuche von der Polizei nachts um 3, Hausdurchsuchung bei den Eltern und lauter solche Späße. Boah, ehrlich, ist so krass. Ja, ist krass. Also weißt du, das ist auch wirklich zutiefst traumatisierend. Und das spricht sich ja dann auch rum, sowohl im Dorf als auch in der nächsten Stadt, in den Schulen, wo man dann ist und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich schon sehr früh gemerkt, dass da was ganz schief läuft, dass da was richtig unfair ist. Und dann kam halt noch hinzu, dass ich halt über ein Familienmitglied, das halt an schweren Krebs erkrankt ist, einfach mitbekommen habe. Und der war auch schon immer Cannabiskonsument. Was es halt mit ihm macht, dass er Cannabis konsumiert und so. Und dann, ja, war mein Interesse einfach geweckt. Und dann habe ich halt viel recherchiert, viele Bücher gelesen. Damals war das noch nicht so mit YouTube und Google und so. Aber trotzdem habe ich dann alles schon in die, ja, alles, was ich lesen konnte, habe ich gelesen und gehört. Ich fand es einfach interessant. Und irgendwann ist dann eben mein Partner, mein heutiger Geschäftspartner auf mich zukommen und hat gesagt, hey, wollen wir nicht einen Blog schreiben? Da habe ich mir gedacht, ja, mache ich. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert. Also ich glaube 3 Jahre, bis dann die Cannabibliothek online ging und wir waren sofort eigentlich total erfolgreich damit. Also weil wir behandeln nicht nur ein Thema, nicht nur zum Beispiel das Thema Grow oder das Thema Medizin, sondern wir versuchen wirklich so breit gefächertes Thema zu behandeln, weil es ja auch einfach viele Themen gibt, die Cannabis mit sich bringt. Genau, und dann wurde aus der Cannabibliothek nach 2 Jahren die Cannabib. Also zuerst war es nur ein Blog. Und mittlerweile ist es halt eine Plattform, wo man auch Podcasts hören kann, wo einfach verschiedene Partner mit drauf sind. Wir haben eine Cannabiskarte, wir haben Events, über die man sich informieren kann und so weiter und so fort. Genau. Und unser Ziel ist halt in erster Linie das Thema Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und aber auch die Menschen zu vereinen, die genau denselben Wunsch haben, dass es einfach eine vernünftige Aufklärung an die Menschen rausgeht. Und die vereinen wir quasi auf unserer Website. Und möchten da einfach Stärke und Präsenz zeigen. Ich bin ein großer Fan. Och, danke, das ist total lieb. Ja, ja, ich liebe das auch, was wir machen. Ich finde es auch mega wichtig und es macht mir auch total viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Ja, ich durfte dich auch schon persönlich kennenlernen. Wir haben uns ja in Mazedonien getroffen. Das ist auch immer schön, wenn man die Leute mal persönlich trifft und auch mal da sich austauschen kann. Total, ja, das war auch echt ein cooler Trip. Das hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns da kennengelernt haben. Fand ich auch. Danke nochmal erstmal für eure Vorstellung hier, sehr ausführlich. Jetzt wurde das fast ja auch schon ein bisschen beantwortet, meine erste Frage, weil ich wollte wissen, bezüglich eurer Branchen- bzw. unternehmerischen Cannabis-Erfahrungen, was habt ihr da so erlebt oder was waren eure Herausforderungen? Ganz offen zu vor euch meine ich, dass ich am Anfang, mir war das alles also ein bisschen zu heiß irgendwie. Ich hatte Angst. Das war halt, du hast dich da am Anfang halt schon, auch wenn es halt medizinisch legalisiert war in Maine, aber es war alles immer so ein Graubereich und ich wollte mich damit irgendwie nicht so identifizieren. Und ich hatte auch ehrlich gesagt, echt lange habe ich gewartet, bis ich meinen Eltern zum Beispiel erzählt habe, was ich da eigentlich in den USA mache. Ich habe halt weiterhin als Journalistin gearbeitet, halt Geschichten über Amerika, die bekloppten Amerikaner und so, Radiogeschichten. Aber ich habe halt eben auch die ganze Zeit schon, haben wir da Cannabis angebaut und irgendwann stand halt ein Besuch von meiner Mutter vor der Tür. Mitten in der Erntezeit und das war halt, da habe ich halt dann Farbe bekannt und das war dann aber auch total toll. Meine Mutter fand es super interessant und es ist ja auch einfach super spannend. Also das ist ja wirklich, weißt du, wenn du jemandem sagst, wir haben einen Weinberg hinterm Haus oder so, dann würden auch alle sagen, oh wow, wie spannend und dann muss das gelagert werden und bladibla, ne? Und bei Cannabis war das dann immer so, oh Gott. Aber auch dort, das ist halt wirklich, das ist ein Handwerk, ja. Das hat ihr dann auch sehr viel Spaß gemacht und hat es mir dann auch leichter gemacht, dann irgendwann meinem Vater eben auch zu erzählen, was ich so mache. Und ob ich jetzt als Frau
vielleicht ist es mir als Frau schwerer gefallen. Ich weiß nicht, ob Frauen grundsätzlich ein wenig mehr oder weniger risikobereit sind. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch keinen anderen Frauen was unterstellen. Aber ich hatte echt Schiss, dass mir, keine Ahnung, dass die Polizei jetzt vor der Tür steht und mir die Green Card wegnimmt oder so. Solche Ängste hatte ich. Und da glaube ich. Jeder kann ja immer nur so für sich reden. Ja, du kannst nicht für alle Frauen reden, ist eh klar. Und ja. Ich glaube, das ist einfach bei jedem auch anders. Aber ist ja schön, deswegen sitze ich ja mit euch beiden hier, weil ich ja eure Erfahrungen und Meinungen hören will. Ja, aber damit recht, Sonja, ich habe auch schon Studien darüber gelesen, dass Frauen weniger risikobereit sind, auch was zum Beispiel Finanzierungen angeht oder in Unternehmen mit einsteigen oder ein Unternehmen gründen, weil Frauen einfach sehr viel mehr abwägen und die Eventualitäten durchspielen. Das ist auf jeden Fall so, also da hast du schon recht. Es ist natürlich nicht jetzt Frau so, aber das Gefühl, dass man es in die Richtung geht. Man sagt ja auch eigentlich so, Männer sind einfacher gestrickt, Frauen etwas komplizierter, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und deswegen, sind da Männer vielleicht auch schneller. Also in dem Ding einfach, komm, wir machen das jetzt. Und eine Frau steckt halt, wie du gerade schon sagst, erst noch die Risiken ab und ey, warte mal, lass doch mal überlegen. Und ja, und auch Männer haben ja auch oft eine freiere Bahn, würde ich mal sagen. Also ich meine, Frauen haben in ihrem Berufsleben sicherlich erlebt, dass sie einfach ausgebremst wurden oder eben als in diesem Patriarchat, in dem wir einfach leben, so behandelt wurden wie soll ich sagen? Also es gibt ja gewisse Vorurteile, die entweder erfüllt werden oder nicht, aber die wir auf jeden Fall erleben müssen. Und das haben Frauen bestimmt auch schon öfter erlebt und deswegen, halten sie sich auch öfter zurück oder halten sie sich auch öfter klein, obwohl das vielleicht gar nicht notwendig ist. Ja, ich glaube... Die ihr erzählen könnt vielleicht, wo ihr sagst, boah, da fühlte ich mich total falsch behandelt oder irgendwie? Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich jetzt, ich bin in diese komplette Branche neu eingestiegen, nicht nur in die Cannabis-Branche 2017, sondern auch überhaupt diese ganze Online-Welt und Online-Marketing und Webseite und so. Deswegen war das alles für mich neu. Deswegen hat mir so ein bisschen der Geschäftssinn für das Ganze gefehlt, aber da hatte ich eben schon immer meinen Geschäftspartner mit dabei, der schon seit Jahren erfolgreich eine Agentur leitet. Und den hatte ich da einfach an meiner Seite und konnte da sehr, sehr viel lernen und würde mich auch jetzt nicht mehr so klein machen, wie ich es vor ein paar Jahren schon gemacht habe. Ich kannte mein Potenzial, aber habe mich nicht so ganz getraut, das auszuschöpfen. Und das ist aber, glaube ich, ganz klar eine Sache der Gesellschaft, wie wir jungen Mädchen erzogen werden, wie wir behandelt werden. Also ich glaube, dass viele Frauen damit ein Problem haben, ihren Wert tatsächlich zeigen zu können. Aber ich hatte in dem Sinn halt die Situation, dass ich dann öfter auf mein Aussehen angesprochen werde, was total unpassend ist, finde ich. Also wenn ich zum Beispiel ein Reel über irgendwas mache und dann kriege ich eine Nachricht so, ach, heute siehst du ja besonders hübsch aus. Ja, danke, aber darum geht's nicht. Hast du den Inhalt meines Reels denn nicht gehört? Nein, habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, genau. Hast du nur gesehen, dass ich heute ein hübsches gelbes T-Shirt anhab zum Beispiel. Genau, und solche Situationen kommen natürlich immer wieder vor. Und es gab auch schon bei mir Situationen, wo Männer mir gegenüber unfassbar überheblich waren. Im Gegensatz muss ich tatsächlich sagen, in der Branche zu Frauen. Also ich habe das Gefühl, in der Cannabis-Branche ist bei den Frauen ein sehr, sehr viel größerer Zusammenhalt. Und diese Überheblichkeit habe ich jetzt bei den Frauen noch nicht erleben müssen, zum Glück. Also nicht in dem Ausmaß. Okay. Aber das ist ja im Allgemeinen in der Berufswelt so. Und die Cannabis-Szene und Branche ist halt noch eine recht junge. Jeder sucht jetzt hier irgendwie gerade seinen Platz. Die Ellenbogen sind ausgefahren. Das ist ja auch ganz normal, aber... Ja, leider. Ja, leider. Aber ich glaube, da trennt sich jetzt auch gerade die Spreu vom Weizen. Da muss man einfach noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Glaube ich auch. Ich hatte jetzt zuletzt... Also ich habe viele Situationen erlebt, wo ich irgendwie gedacht habe, so, also innerlich die Augen gerollt. Aber ich musste halt zum Beispiel früher, habe ich oft eben unsere Deliveries, also unsere Edibles, freitags ist immer Delivery-Tag und dann werden die rumgefahren und dann kriegen die ganzen Shops ihre Sachen. Und die Shops haben sich auch sehr verändert. Das waren aber am Anfang halt echt so, also da wollte ich eigentlich schon gar nicht rein, muss ich ehrlich sagen. Dann gehst die Treppe runter, da ist dann erstmal alles dunkel und die Leute da hinterm Tresen, das war so eine Spielhölle irgendwie so. Ne? Also das war auf jeden Fall, wenn ich jetzt als Frau sage, ich möchte jetzt mein Cannabis abholen oder meine Edibles oder was auch immer, es wäre kein Laden, in den ich freiwillig hätte reingehen wollen. Das hat sich sehr verändert. Ansonsten jetzt zuletzt aber auch, zum Beispiel war ich auf der
Wir sind ja hier in der Nähe von Bilbao und da war eben jetzt auch vor kurzem eine Cannabis-Expo, die Spanabis, und die, dort gab es mehrere Situationen. Es waren also erstmal durchschnittlich sehr viel weniger Frauen natürlich unterwegs, mehr so als Anhang. Und dann haben wir uns dort unterhalten mit einem Stand oder mit so zwei Männern, die dort Extrakte angeboten haben. Und ich habe die Frage gestellt, aber die Antwort hat mein Mann bekommen. Also echt so, wir stehen da so Dreieck, ne? Ich stelle die Frage, er antwortet ihm. Dann hat er eine Frage an meinen Mann, die konnte er aber nicht beantworten. Also fragt er mich und dann antworte ich wieder meinem Mann. Und also es war so bescheuert. Und das ist halt so irgendwie, dass das vielleicht in den Köpfen einfach auch noch nicht angekommen ist. Hey Leute, ihr kannst doch jetzt nicht annehmen, nur weil ich eine Frau bin, dass ich nicht auch weiß, worum es geht. Aber das ist schon doch noch sehr, 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 sehr vertreten, ja, finde ich. Dass zum Beispiel solche Situationen erlebt man, glaube ich, nicht. Von daher ist es auch mal schön für uns zu hören, finde ich, wie das von euch erlebt wird, ja. Das sieht unser eins ja gar nicht, ja. Was glaubt ihr denn überhaupt, woher kommt das? Also warum sind eigentlich auch jetzt die Cannabisbranche so männerdominiert? Also Mila hat es ja schon ein bisschen angesprochen, aber was sind so die Hauptgründe, was glaubt ihr? Ganz klar, unsere Gesellschaft, in der wir leben, in der wir aufgewachsen sind, das Patriarchat, in dem wir einfach leben und das es einfach immer noch gibt. Ich meine, wir haben einfach als Frauen nicht nur in der Cannabisbranche klare Nachteile, egal ob es jetzt privat in privater Hinsicht ist oder auch in beruflicher. Wir müssen uns einfach viel mehr durchkämpfen, wir müssen uns sehr viel mehr beweisen, wir müssen viel mehr Stärke und Durchhaltevermögen zeigen, habe ich das Gefühl. Aber wenn man das dann geschafft hat, dann, also mir begegnen die Männer auf Augenhöhe. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder blöde Sprüche von wegen, was halt das Aussehen betrifft und so, wo ich mir halt denke, ja, was nimmst du dir raus erstens mal und zweitens mal, ich bin kein 18-jähriges kleines Mädchen mehr, die sich an sowas, in sowas labt, ja, also ich meine, ich muss sowas nicht permanent hören oder so, ich kriege das jetzt auch nicht permanent zu hören, das hört sich jetzt so übertrieben an. Aber das ist halt ein Beispiel dafür, wo ich halt immer wieder merke, dass Männer sich einfach Dinge rausnehmen, die ich mir jetzt als Frau nicht unbedingt rausnehmen würde. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit den Männern hier bei uns in der Branche. Und es ist jetzt nicht so, dass ich permanent als das kleine Mädchen oder so abgestempelt werde, gar nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass mir auf Augenhöhe mittlerweile begegnet wird. Also meine Frau sagt immer, sorry Sonja, meine Frau sagt immer, wenn ich sie zu wenig lobe, dann holt sie sich das von außen. Also ja, genau. Ist auch kein Problem. Das macht dann auch wieder verkehrt. Also. Nein, wir sprechen halt andere Liebessprachen alle. Es gibt ja verschiedene Liebessprachen und die einen müssen das hören und die anderen wollen lieber ein kleines Geschenk und der nächste möchte angefasst werden. Das ist, muss man dann rausfinden, welche Liebessprache der andere spricht. Also ich hatte vor kurzem noch so eine Situation, wo ich halt echt gedacht habe, so, oh, da werden halt irgendwie, Entschuldigung, aber da sitzen dann da Männer, die suchen ein Gesicht für ihr Cannabis-Unternehmen auf Social Media. Und dort wird dann halt ausgesucht, total nach Oberflächlichkeiten. Die Person muss einfach nur, im Grunde genommen ist das so eine Bauchrednerpuppe. Und der legst du dann die Worte in den Mund. Die braucht auch kein Wissen über Cannabis zu haben. Hauptsache, sieht nett aus. Aber da krieg ich echt, das finde ich so ätzend. Ja, da kannst du... ja, oh Gott, naja, aber gut. Am Ende hoffe ich einfach mal, dass sich auch Qualität durchsetzt. Aber ich finde halt, es hätte so viele andere Kandidaten gegeben, die irgendwie, die vielleicht auch easy on the eye sind, wie man so schön sagt im Englischen, aber die trotzdem auch was von Cannabis verstehen. Aber also es dauert einfach, glaube ich, noch eine ganze Weile, bis das so in den Köpfen angekommen ist. Ja, es gibt ja Frauen, die was wissen. Und es gibt Frauen, die trotzdem aussehen wie eine Frau und gesagt, es tut dann am Auge nicht weh, wenn man sich die anschauen muss. Aber also das ist teilweise echt nach wie vor so dermaßen sexistisch. Da könnte ich echt, dann nehme ich mir ein Beruhigungsgummibärchen und mache meine Hausaufgaben so ungefähr. Aber ich finde auch, dass das im Wandel ist. Also wenn ich mich jetzt in der deutschen Cannabisbranche umschaue, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, mit welchen Frauen ich da zu tun habe, sind es einfach immer mehr Frauen, die Geschäftssinn zeigen, sich dementsprechend auch kleiden, sich so verhalten, sich so,
ja, richtige Frauen, die im Leben stehen und die wissen, was sie tun, Fachfrauen, die sich eben nicht sexualisieren und die eben nicht mit ihrem Körper und ihrem Aussehen ihr Produkt verkaufen möchten oder ihr vermarkten möchten oder wie auch immer. Wobei man auch wirklich ehrlicherweise sagen muss, dass es schon von Vorteil ist, wenn man sich dementsprechend kleidet und anzieht und so. Das ist einfach so. Ja, aber alles aber halt Essen, auf oder? Einer seriösen Art und Weise. Ich sehe das wie beim Essen, das Auge isst mit. Und man lässt sich oft vielleicht auch gerne von einer schöneren Person irgendwas erzählen, als vielleicht von einer hässlichen, jetzt mal. So ja, das gesprochen. Wir ja auch. Also ist ja nicht, das ist ja, geht ja in beide Richtungen irgendwie. Ne? Also es ist ja auch, dass eine Frau, also wir sind ja nicht blind, aber wir haben halt teilweise, es ist ja sehr schwierig, Werbung zu machen auf Instagram. Das wissen wir ja alle, dieses leidige Thema. Und da arbeitet man dann halt eben viel mit Influencern. Und in den USA ist das nochmal ein bisschen oftmals eine andere Hausnummer. Also das einfach, dass die größere Followerzahlen haben. Die haben halt früher angefangen und so. Aber da waren halt auch teilweise, also ja, weiß ich nicht, aber das sind halt dann Leute, die haben irgendwie 70.000 Follower oder mehr, keine Ahnung. Und es ist eine sehr, sehr schöne Frau, die steht dann halt halbnackt im Ernte, also im Cannabisfeld mit so riesigen Scheren, weil es halt kurz vor der Ernte ist irgendwie. Und aber sie sagt halt, sie möchte jetzt auch gerne nicht mehr so sexualisiert wahrgenommen werden. Und da denke ich mir halt auch so, ja gut, dann mach es vielleicht auch nicht. Also es ist halt, ne, es geht ja in beide Richtungen irgendwie. Da muss man sich halt eben auch überlegen, wie weit man als Frau das dann auch, diesen Vorteil, den man da vielleicht auch hat, es ist ja, kann ja auch ein Vorteil sein, wie weit man das ausnutzen möchte. Absolut. Ja. Ja. Wie sichtbar sind Frauen so in Führungspositionen innerhalb der Cannabisbranche? Was meint ihr? Also ich finde, bei euch ist es ja schon ziemlich gut gelungen. Es gibt auch schon einige Politikerinnen, die sich sehr gut in Szene setzen, sage ich jetzt mal. Was glaubt ihr? Mit dem Imagewandel von Cannabis, der derzeit einfach gerade stattfindet, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, ändert sich auch dieses Image, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mir überlege, gerade zuvor, ich glaube, die erste Mary Jane, auf der ich war, war vor 4 Jahren oder so. Und wenn ich mir anschaue, wie es jetzt ist, also es kommen immer mehr Frauen in die Öffentlichkeit. Es trauen sich immer mehr Frauen, zu ihrem Konsum zu stehen. Vor allem auch, wenn sie Mütter sind. Ja, das war einfach ganz, ganz lange Thema. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe selber 2 kleine Kinder und ich habe meinen Konsum immer hinterm Berg gehalten. Ich benutze es ja auch als Medizin. Ja, ich bin ja auch Patientin. Und habe aber auch erst jetzt, wo ich das ganze Know-how habe und einfach weiß, wie Cannabis tatsächlich funktioniert und mit welchen Argumenten man andere Argumente einfach so ein bisschen abschwächen kann oder komplett zerstören kann, je nachdem, was man braucht, schaue ich mich natürlich auch viel mehr oder halte ich damit einfach gar nicht mehr hinterm Berg. Und ich glaube, das war jetzt einfach ein Prozess. Das war jetzt einfach ein Prozess, der mit dem ganzen Imagewandel und mit dieser ganzen Legalisierung zusammenhängt, dass immer mehr Frauen sich trauen, zu ihrem Konsum zu stehen und auch öffentlich zu sagen, ja, ich leite ein Cannabis-Unternehmen und ich mache das gerne und ich habe da richtig Bock drauf. Hm. Und ich glaube auch, das ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis das, also wahrscheinlich wird es sich nie relativieren. Es ist wie in allen anderen Szenen und Branchen auch so. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Anpassung stattfindet. Ja. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit meiner Ältesten, die ist aber auch erst 5. Dann habe ich die halt gefragt, also die sprechen halt jetzt mittlerweile auch beide genug Spanisch, um so klarzukommen. Ne? Und da habe ich halt gefragt, was sagst du denn, wenn dich jemand fragt, was deine Eltern beruflich machen? Und dann meinte sie so, Cannabis. Und ich so, oh, scheiße, das möchte ich jetzt aber auch, weil eben dann natürlich so ein bisschen die erklärenden Worte fehlen, ne? Dass man halt eben nicht ein illegaler Drugdealer ist, sondern halt irgendwie medizinisches Cannabis anbietet und so weiter. Aber wenn du halt nur sagst Cannabis, dann sag doch Journalistin. Ja. Sag doch lieber das. Ja, aber sag doch das Thema. Das sind wir ja wieder beim Thema. Gibt es für euch eigentlich so spezifische Vorurteile oder auch so Stereotypen, ja, die euch so begegnen? Ja, dass wir also nicht mit der Technik klarkommen. Das ist so ein Klassiker, finde ich, dass man uns immer alles erklären muss. Und es ist ja so, also ich meine, ich gebe es auch ehrlich zu. Eigentlich, ich bastel gerne, ich repariere unseren Kühlschrank oder auch die Tiefkühltruhe, das kann ich, ja. Aber trotzdem interessiert mich jetzt, ehrlich gesagt, bei diesen ganzen Cannabis-Expos nicht so sehr das letzte Grow-Licht, was es halt da gibt und den neuesten Trick und das ist nicht so, also
wenn ich jetzt die Wahl habe, würde ich jetzt nicht sofort dahin laufen, sondern hätte halt andere Interessen. Aber anzunehmen, dass wir einfach auch uns damit nicht auskennen, period, halt, das ist so ein Klischee, finde ich, das trifft man recht häufig, dass man da ganz bei Null anfängt, so, das ist ein Stecker und das ist eine... Ja, da stimme ich dir komplett zu. Ich habe auch immer wieder, mir begegnet auch immer wieder die Situation, dass mir Männer was erklären, wo ich mir denke, du, ich danke für die Info, aber das weiß ich. Also jetzt gar nicht unbedingt, was die Technik angeht, sondern auch dann die Wirkung von Cannabis oder irgendwelche Cannabinoide oder die wollen mir dann was erzählen von, keine Ahnung, wo ich mir denke, das stimmt jetzt eigentlich nicht, ich weiß es besser und ich bin ja natürlich auch dann so offen und frei und verbessere die dann gerne, was dann aber auch nicht so gern angenommen wird. Also dieses... Nee. In diesen Austausch komme ich mit Männern nicht so wie mit Frauen, weil ich schon eher das Gefühl habe, sie glauben, es besser zu wissen und besser zu können, ja. Also da stimme ich dir zu. Dann ist er doch nicht auf Augenhöhe irgendwo, ne? Oder? Ja, dann ist es wahrscheinlich eigentlich doch nicht auf... Ja, doch. Ja, ja. Genau, man begegnet sich schon auf Augenhöhe, das schon. Aber man kommt nicht so in die Tiefe in so ein Gespräch oder in so eine Diskussion. Weil die rafft ja eh nicht. Ne? Ja, genau. Aber dann ist es ja nicht auf Augenhöhe, ja. Ja, eben. Das ist schon so, ja, ein kleiner Zwiespalt. Ja, man kann es ja auch nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt natürlich auch Männer in der Szene, mit denen ich auch schon richtig gut in Diskussion und ins Gespräch gekommen bin. Natürlich gab es das auch schon, aber viele sind schon überheblich. Ja, glaube ich. Und auch das, was Sonja eben sagte, bin ich bei dir. Also, aber das sehe ich eher auch so an den Interessen. Ich habe auch in der Reha welche Männer kennengelernt, die rumgestrickt haben und die gerne kochen, wo die Leute auch nicht sagen, zieh den BH an. Ja. Und von daher denke ich mal, sollte das einfach so genommen. Also ich bin froh darüber, dass es verschiedene Interessen gibt und dass ich mich nicht mit jedem da über LED-Lampen unterhalten muss, um Gottes Willen. Ja. Ja, stimmt auch, auf jeden Fall. Aber ja, klar, das hat ja überhaupt nichts Spezielles mit der Cannabisbranche zu tun. Ich meine, es sind einfach Klischees, die bei uns heutzutage immer noch bedient werden, obwohl wir es einfach eigentlich besser wissen und wo es gerade, finde ich, die Aufgabe der jungen Mütter ist, so Sonja, genauso wie bei dir wie bei mir, unsere Kinder von diesen Klischees einfach wegzubringen und zu sagen, es gibt keine Mädchen- und Jungs-Sachen, sondern alles ist für alle da, Farben sind für alle da, Punkt. Ja. Das wird, denke ich, auch mit der Zeit weiterhin normalisieren. Ich hatte festgestellt, dass mir Frauen besser zuhören, wenn ich Ratschlag gebe, was die Dosierung von Edibles angeht. Und zwar, weil die mir einfach eher glauben. Also sehr oft, also dieses den Helden spielen wollen, ne? 20 Milligramm, ich rauche jeden Tag, das ist doch kein Ding irgendwie so. Hm? Und wenn ich dann halt sage, ja, aber Edibles wirken anders als inhaliertes Cannabis, dann, wir hatten schon so viele Fälle, es ist ja da nie was Schlimmes passiert, außer dass sie halt dann wirklich sich da bis zum nächsten Morgen abgeschossen haben, so ungefähr. Ne? Aber so die hören einem, glaube ich, weniger zu. Und ich finde es, ehrlich gesagt, persönlich ist so gar nicht meins, so dieses mich halt irgendwie erstmal platzieren zu müssen, so nach dem Motto, ich habe aber Ahnung. Also ich habe keinen Bock zu sagen, dass ich seit über 10 Jahren Edibles herstelle. Und ich habe auch keinen Bock zu sagen, dass ich über 1 Million Dosen hier schon ausgehändigt habe, ja. Aber da ist teilweise wirklich so, dass du das echt so ein bisschen so batz, batz, rechts, links. Und jetzt, glaubst du mir jetzt vielleicht so, ne? Aber das ist wirklich, das finde ich, da ist irgendwie so die Bereitschaft, sich überhaupt einen Rat geben zu lassen, finde ich weniger vorhanden. Grundsätzlich. Oder? Ja, also ich finde, du würdest doch, weiß ich nicht, aber wenn du sagst, ich bin Edibles Maker, würdest du bei einem Mann, glaube ich, vielleicht weniger nachfragen, ob der weiß, wovon er redet. Aber das ist ja auch dieses Toleranzthema, habe ich das Gefühl. Weil, also was ich so erlebt habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, klar, es gibt auch immer wieder Frauen, die, also ich habe zum Beispiel eine Freundin auch aus der Szene, die nenne ich Cannabis-Vernichtungsmaschine, weil die kann echt ganz was wegstecken. Die kann was wegstecken und die kann mit den ganz großen Jungs mithalten. Aber was ich halt so erfahren habe, Männer haben einfach prinzipiell einfach eine höhere Toleranz und können Stimmt nicht. Ist sogar bewiesen, dass Frauen eine höhere Toleranz haben. Das ist, ich sag ja, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ich jetzt halt speziell auf irgendwelchen Events oder Veranstaltungen oder so bin, habe ich einfach immer das Gefühl, Männer können sowohl mehr vapen, als auch mehr dabben, als auch mehr Edibles und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass genau dieses Thema, Sonja, bei vielen Männern dann einfach, dass sie das dann so ein bisschen, ja, nicht beleidigt, aber sie wollen dann doch ihre Toleranz zeigen.
die sie haben. Okay. Ja. Ich bin dann auch ganz tolerant. Sehr gut. Ja gut, das ist vielleicht wie bei Männern, wenn die jetzt Liegestützen machen und sagen, ich schaffe 30 und ja, und dann will der nächste 35 machen und so ungefähr. Ja, also ja, wie sagt man immer, da wird eine gewisse Länge immer gemessen. Ne? Von einer ist länger, genau. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja auch immer viel am Netzwerken, ich versuche immer viel Community zu machen, versuche auch immer Projekte mit anderen Leuten zu machen, so wie auch Podcasts und so. Und ich finde da die Mischung sehr, sehr wichtig. Also, dass Frauen dabei sind, dieses männliche und weibliche Potenzial ist mir unheimlich wichtig. Und ich sehe aber immer wieder auch bei Vereinen und in vielen Netzwerken werden immer noch Frauen so eher so, hol mal den Kaffee und so benutzt eher, aber nicht so in diesen Führungspositionen oder in diesen Positionen, die was zu sagen haben. Was findet ihr, wie wichtig ist das eigentlich in Netzwerken oder in Vereinen auch, dass Frauen sich da positionieren? Sehr wichtig. Und beschreiblich wichtig. Ich finde keine Worte dafür, wie wichtig das ist. Ja, also wie du sagst, die Mischung macht es auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass, ich meine, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das ist so und das soll auch so sein und das ist auch wunderbar so. Und deswegen macht es ja auch so wichtig, dass beide Geschlechter in bestimmten Thematiken oder Netzwerken oder Treffen einfach vorhanden sind, wenn denn gewünscht. Also ich meine, es gab natürlich auch schon Treffen von Frauen in der Cannabis-Szene für Frauen speziell. Und ich kann sagen, das gibt schon. Ne? Also das Frauen miteinander, das schon. Aber so dieses Gemischte, da denke ich immer, da dominieren dann immer wieder die Männer. Auf jeden Fall. Finde ich irgendwie immer komisch. Ja, weil es einfach, glaube ich, im Allgemeinen noch weniger Frauen in der Szene gibt als Männer. Wie können wir das ändern? Zuhören. Echt dem anderen zuhören. Also, aber wirklich nicht warten, bis man dran ist, sondern halt, das ist ja oft so, ne? Warten, bis der andere den Mund wieder geschlossen hält. Und nein, wirklich die Zeit aktiv zuhören und dann halt einfach auch sehen, wie viel der andere, die andere überhaupt beitragen kann. Und nicht immer so viel annehmen. Man nimmt immer so viel an vom anderen und halt da wirklich bewusst zuzuhören und dann halt das auszuschöpfen. Da ist, finde ich, so viel Potenzial, was halt echt so verballert wird. Wir haben andere Interessen zum Teil und wir haben andere Dinge, die wir vielleicht besser können. Aber das zusammen macht ein super Team. Und dass das einfach nicht so kämpferisch gegeneinander, sondern gemeinsam halt ist. Aber dazu müssen halt die Männer auch, sich nicht angegriffen fühlen von einer starken Frau oder Angst haben davor oder so, sondern halt einfach vielleicht auch mal zurücktreten und halt an den anderen machen lassen. Ich glaube, so tendenziell sind wir halt nicht so nach vorne, so Rampensäue. Also ich meine, die gibt's auch, klar, aber da muss man einen Rahmen schaffen, in dem man dann auch sprechen kann. Und das, glaube ich, diese Kultur, die fehlt in ganz vielen anderen Unternehmen auch, dieses Zuhören. Ja, der respektvolle Umgang miteinander und auch einfach mal eingestehen, vielleicht kann die Dame das jetzt doch besser als ich und das macht jetzt aber einfach gar nichts mit mir. Ja, vielleicht macht das wirklich diese, wie du vorhin schon erwähnt hast, Mila, diese Ellbogengesellschaft, dass wirklich immer glauben, einer muss hier an erster Position sein und natürlich kommt dann oft vielleicht das stärkere Geschlecht, obwohl es ja eigentlich um Argumente und um Sachen gehen sollte und nicht um mentale Stärke oder um, ja, schwierig. Aber ich denke mal, ihr habt das schon richtig erkannt. Ich muss jetzt mal kurz auf meinen Zettel gucken. Haben Frauen eigentlich in der Cannabisbranche mit spezifischen Arbeitsbedingungen zu kämpfen, also die sich jetzt von Männern unterscheidet? Wüsstet ihr da was? Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Also meinst du, die werden in anderen Bereichen eingesetzt oder genau, was meinst du damit? Ich vorhin sagte so, dass man sagt, naja, ich bin im Verein und da werde ich dann eher mal gefragt, ob ich einen Kaffee mache oder putze. Und aber das, was ich eigentlich gerne machen würde, dazu komme ich nicht oder das wird mir nicht zugetraut. Oder? Also ich arbeite in einem recht kleinen Team und ich bin tatsächlich auch die einzige Dame bei uns im Team. Also es hat keinen speziellen Grund. Wir haben uns einfach als Freunde zusammengetan und da ein Unternehmen gegründet. Aber da kann ich das jetzt natürlich überhaupt nicht bestätigen. Also aber weiß ich nicht. In anderen Branchen, ich kann mir schon vorstellen, dass es als Grower oder Growerin, aber da kannst du jetzt wahrscheinlich mehr dazu sagen, Sonja. Da kann ich mir schon vorstellen. Also bei uns war es auch eigentlich, das waren fast immer Männer. Allerdings waren viele, die dann wirklich sich um die Pflanzen gekümmert haben, die eigentliche Pflege übernommen haben, waren ganz oft Frauen. Auch wenn es dann darum ging, die Pflanzen zu schneiden.
Das war echt, aber da muss ich, also wenn ich ja dann auch die Wahl habe zu sagen, ich nehme den und den oder die. Die Frauen waren konzentrierter bei der Arbeit und haben schneller gearbeitet und haben, haben ihren Job meiner Meinung nach irgendwie besser gemacht. Das war wirklich dieses, ja, Reden, Quatschen kann man, aber auch arbeiten dabei, dass sich die Hände trotzdem noch bewegen irgendwie, das ja, das geht. Aber viele machen halt dann auch so eine Pause und dann ist hier die Schere und hier ist die Blüte und dann redet man und du sagst immer so, ja, weiterarbeiten. Das geht ja hier auch, es geht ja auch ums Geld hier, ne? Und in der Küche ansonsten würde ich sagen, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass Frauen tendenziell halt auch nichts falsch machen wollen. Ja, ein bisschen, dass die, also ich will auch jetzt echt nicht hier so die totale Klischeekiste auspacken, aber. Nee, aber es ist ja interessant, dass unser. Halt eben, wie gesagt, nichts falsch machen wollen und deshalb gründlicher arbeiten, vorsichtiger arbeiten. Vielleicht nicht so schnell am Anfang, aber halt vorsichtiger, dass auch wirklich dann alles richtig gemacht wird. Also wir hatten sowohl wir hatten halt auch Köche als auch Kitchen Managerinnen und da war das oft so, da, also wir hatten einen so ein Wannabe-Sternekoch und der hat sich so überhaupt nicht an die Regeln gehalten irgendwie. Hat das alles umgekrempelt und da seitdem habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn wir jemanden neuen suchen, dass ich immer so denke, so, wenn der jetzt vorher irgendwie schon als Chefkoch irgendwo unterwegs war, dann ist das oftmals so ein bisschen schwierig, weil die sehr viel Ego mit in die Küche bringen. Und das ist, glaube ich, auch ein spezieller brauchen wir nicht. Ja. Küchenleitungen und Chefköche, ja, das stimmt. Ja. Sag mal, was sind denn eure Vorbilder so in der Cannabis, oder habt ihr überhaupt Vorbilder in der Cannabisbranche, also weibliche? Ich überlege gerade, ob ich mich vielleicht so ein bisschen an dem Wort Vorbild anstoße. Es gibt natürlich große Frauen in der Cannabis-Szene, die schon sehr, sehr viel erreicht haben und sehr viel wertvolle Arbeit geleistet haben, wie jetzt zum Beispiel auch Mila Jansen, heißt sie, gell? Hash Queen. Genau, die ist, glaube ich, im allgemeinen Vorbild, kann ich mir vorstellen, für viele Konsumentinnen, aber auch Geschäfts- und also Unternehmerinnen. Die hat ja auch, ich glaube, 4 kleine Kinder großgezogen und war immer in der Cannabis-Szene aktiv, stand immer zu ihrem Konsum, ist ja dann auch eine Zeit lang ausgewandert und so. Da muss ich sagen, da habe ich echt einen großen Respekt vor dieser Frau, was sie alles geleistet und auch geschafft hat. So, das finde ich ziemlich cool. Es gibt Daniela Krea, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die arbeitet bei Lieb. Ja, finde ich auch sehr faszinierend. Aber da geht es halt auch viel um Frauenrechte, jetzt gar nicht nur speziell, auch nur um das Thema Cannabis, aber auch, die war viel in Uruguay und so unterwegs und hat sich da speziell für die Frauenrechte eingesetzt, aber eben auch für das Recht auf Cannabis. Genau, ich hatte mal ein Interview mit der, da muss ich sehr, sehr oft zurückdenken. Und dann gibt's aber auch jetzt in unserer Szene, also in unserer Social-Media-Szene, sage ich jetzt mal, Frauen, die mich einfach faszinieren, weil sie einfach, ja, unfassbar intelligent sind, sich gut ausdrücken können, sich gut präsentieren können, auch jetzt im männlichen Geschlecht, wenn wir jetzt eben wieder beim Thema sind, auch mal die Stirn bieten können und sich einfach auch nicht unterdrücken lassen. Und da habe ich einfach, ja, Respekt davor. Mir macht es Spaß, mit solchen Frauen zusammenzuarbeiten, solche Frauen zu erleben, so eine Gemeinschaft dann mit denen zu erleben. Davon profitiere ich halt komplett. Genau. Aber ob das jetzt Vorbilder sind, weiß ich nicht. Aber da kann ich auf jeden Fall sehr, sehr viel rausnehmen. Und da macht mir der Kontakt immer unfassbar viel Spaß und inspiriert mich. Kennt also, ihr Lely von Girls Seeds? Sagt euch das was? Ja. Warte, ich halte es mal hier an die Kamera. Girls Seeds. Und die finde ich einfach gut. Ich kenne sie auch nicht so super gut, ehrlich gesagt. Aber ich finde halt einfach, dass sie genau das versucht nach vorne zu bringen, was auch in Deutschland nach vorne muss. Und das ist einfach zu akzeptieren. Wir wollen alle Cannabis, weil wir das alle gut finden. Nein, also nicht alle, aber männlich wie weiblich. Und es ist halt so, dass eben gerade in Spanien halt viele von den Clubs eben auch sehr, sehr männerdominiert sind und oftmals auch nicht unbedingt Orte sind, wo du als Frau Bock hast, hinzugehen. Und sie, also in ihrem Club und auch mit den Dingen, die man da halt sonst noch so kaufen kann, halt auch irgendwie Merch und so weiter, das ist halt einfach schon so ein bisschen mit so einem Zwinkern, finde ich, also halt bewusst weiblich gemacht und bewusst halt einfach die Idee dahinter ist, holt auch die Frauen in die Clubs. Das soll denen da auch gefallen. Und das finde ich ist ein schönes Vorbild. Ja. Es gibt viele coole Frauen,
in der Szene, von denen ich bewusst halt irgendwie jeweils speziell, also einzelne Dinge, an denen besonders gut finde, irgendwie die Art und Weise, wie sie beispielsweise auch mit Hatern umgehen oder so, das, ja. Schwierige Sache, ne? Ja. Ich wollte ja eigentlich die Kanateria noch einladen, auch wenn das Gespräch dann wahrscheinlich viel zu lange geworden wäre. Aber sie ist ja leider kamerascheu. Also das ist für mich auch so ein kleines weibliches Vorbild in der Branche, weil sie einfach sehr viel leistet und einfach tolle Sachen macht. Das begeistert mich immer so, ja. Also die Frau, die hat Power und das, also ich mich ambitionieren immer Menschen, die, die mir Energie geben, die wirklich so, ja, was Positives auch an sich haben. Ja. Absolut, finde ich auch, ja. Die hat sich auch in dieser Männerdomäne auf jeden Fall durchgesetzt. Aber es war auch ein langer Weg, bis sie diesen Respekt bekommen hat, den sie jetzt hat und so. Die musste sich auch einiges anhören und einiges einstecken. Aber sie hat es auf jeden Fall auch geschafft, dass sie mit ihrem Talent, jetzt mit ihrem Talent wirklich geschafft, dass sie da jetzt ist, wo sie jetzt ist. Finde ich auch. Die ist ein gutes Beispiel auch, ja. Was glaubt ihr, welche Eigenschaften oder ja, welche Dinge muss eine Frau haben, um überhaupt erfolgreich zu werden? Ja, jetzt nicht nur in der Cannabisbranche, sondern überall. Oh, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch wirklich, was einen einerseits einschränkt, aber andererseits auch weiterbringt, ist auf jeden Fall einfach ein großes Herz und Empathie. Ich glaube, also ich habe auch schon in meinem vorigen Leben, bevor ich die Cannabibibliothek gemacht habe, habe ich eine Abteilung geleitet mit über 50 Mitarbeitern. Und da hat mich meine Empathie einfach in dem Punkt so weit gebracht, weil meine Mitarbeiter mich deswegen komplett respektiert haben. Weil sie genau gewusst haben, wenn es darauf ankommt und ich versuche immer fair zu handeln und so. Und Empathie ist, glaube ich, das, was leider auf vielen Männern fehlt oder irgendwie so ein bisschen verkümmert ist, was einfach, ja. Da auch brauchst leider du Nutrients brauchst du dafür und dann gießt du das da drauf und dann kannst du Empathie züchten. Der männliche Ansatz. Ja, da braucht man mehr Fertilizer. Nein, aber ich finde auch delegieren, was du gesagt hast, du hast 50 Leute unter dir gehabt. Ich glaube, als Frau zu kapieren, dass du delegieren musst. Du kannst nicht alles selber machen. Du brauchst Leute, die dir den Rücken stärken und an die du Sachen weitergeben kannst. Das, glaube ich, ist auch so ein wichtiger Schritt oder eine wichtige Erkenntnis, die man machen muss, haben muss, um wirklich weiterzukommen, um nochmal einen Schritt nach oben oder noch einen Schritt weiterzukommen. Zu sagen, ich muss nicht alles selber machen, ich kann auch abgeben. So. Und auch wirklich seinen eigenen Wert zu erkennen und dafür einzustehen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja. Ist eigentlich eine Riesentherapiegeschichte, die man da durchziehen muss jeden Tag. Das ganze Leben eine Therapie. Eigentlich. Ja, absolut. Und viele Frauen haben ja auch immer so dieses Bedürfnis, von jedem und jeder gemocht zu werden. Ich glaube, das muss man auch einfach abschalten. Ja. Ein Unternehmen, das gleich leiten möchte, ja. Was sagst du, Mario? Ich sag, das haben das Männer, Männer auch. Die wollen auch alle gemocht werden. Das liegt, glaube ich, an der Persönlichkeit, dass man manchen ist das scheißegal, ob sie von irgendeinem gemocht werden oder nicht. Und manche, die sind einfach so drauf, dass sie darauf achten. Es ist ja immer eine Persönlichkeitssache. Ich meine, wir können ja jetzt hier nur allgemein sprechen. Ja, natürlich. Was glaubt ihr eigentlich, übrigens super Argumente, die ihr da geliefert habt? Vielleicht können sich ja andere davon eine Scheibe abschneiden. Was glaubt ihr denn, was Unternehmen noch so machen müssten eigentlich oder auch Vereine, um dass mehr Frauen da reinkommen? Also außer zuhören, wie Sonja schon erwähnt hat. Also wie die Sonja auch schon gesagt hat, diese Clubs so gestalten, dass man sich als Frau einfach wohlfühlt, dass man eben keine dunkle Treppe in einen dunklen Raum hinuntergehen muss. Dass da vielleicht auch vielleicht muss man Panik-Button überall bitte. Nee, und eben das Angebot vielleicht auch einfach so gestalten. Also man muss ja jetzt unterscheiden, geht es jetzt hier um einen Club oder geht es um Unternehmen? Weil als Unternehmen würde ich natürlich sagen, die Arbeitszeiten so gestalten, dass auch Mütter entspannt daran teilnehmen können, zum Beispiel. Ja, also ich meine, Gleichberechtigung im Lohn, im Gehalt, aber das ist ja nicht nur in der Szene so vertreten. Genau, aber da müsste man natürlich unterscheiden, reden wir jetzt von dem Club oder reden wir jetzt von dem Unternehmen. Aber da gäbe es schon einige Schrauben zu drehen, um einfach mehr, dass einfach mehr Frauen, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt in den Patiententreffen in München, da nehmen halt auch eher Frauen teil, wenn schon Frauen in der Runde sitzen. Genau. Das habe ich auch immer wieder erlebt, dass immer Frauen fragen, welche Frauen kommen denn noch?
dass das wirklich ein Mangel auch ist oder dass sich dann einer alleine nicht traut. Ja, ja, ich glaube, die bringen, aber das ist halt auch ein bisschen so das thematische Angebot, dass halt, ich habe mich mit der Janan von SheRise vor kurzem unterhalten und die hat halt auch gesagt, dass es einfach teilweise die Themen sind, die nicht so interessieren, dass dann halt irgendwie, sie sagte das, sie hat das so schön gesagt, irgendwie von wegen, ja, die Männer reden halt immer noch über die leckersten Terpene und das stärkste Weed und das ist halt einfach nicht das, was unbedingt die Frau interessiert und das, also das, da würde ich mich auf jeden Fall auch sehen, dass es eben, ja, soll halt wirken, aber ich muss jetzt auch nicht, ich muss jetzt nicht immer der größte, stärkste, längste und so weiter, sondern halt die Themen sind oftmals falsch gewählt, um Frauen damit reinzuholen. Ja. Okay. Wir sind jetzt fast schon am Schluss der Sendung. Wir sind fast schon 50 Minuten dran. Ich wollte so ungefähr auf 30 Minuten kommen. Fast hingehauen. Hey, aber unter einer Stunde ist doch super. Urinteressant mit euch. Und ich würde mir jetzt noch wünschen, dass ihr mir jetzt noch erzählt, was ihr euch eigentlich so für die Zukunft wünscht. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Frauen, vielleicht auch in Bezug auf Cannabis. Ja, ich habe jetzt hier ganz eigennützige Wünsche. Nee, ist überhaupt nicht eigennützig. Das nützt allen, die es konsumieren wollen. Aber ich war sehr, sehr traurig, dass halt Säule 2 nicht kommt. Oder erstmal nicht kommt und damit eben auch professionell produzierte Edibles, was wir ja beruflich machen. Und ich bin halt ein Riesenfan von Edibles, die halt richtig dosiert sind, auf die man sich verlassen kann, weil man damit halt nochmal Cannabis ganz anders erleben kann. Und es eben nicht immer dieser Pot-Brownie ist, der einen dann wegballert, den man dann auf irgendeiner Party bekommt, sondern halt wirklich als Medizin, die man täglich auch konsumieren kann oder halt ganz gezielt einsetzen kann. Und da wünsche ich mir, dass wir dort ganz viel Aufklärungsarbeit leisten können, dass die Leute halt tatsächlich, wenn Säule 2 nicht kommt, eben ihre eigenen Edibles herstellen, aber eben dann vernünftig dosiert und wissen, was drin ist, es vernünftig wegpacken, damit auch Familien mit Kindern in den Genuss kommen können zum Beispiel. Das wünsche ich mir. Also das ist so ein Ziel von mir. Da arbeite ich selber auch gerade ganz, ganz intensiv dran, das nach vorne zu bringen. Super. Ja, ich wünsche mir mehr Akzeptanz in der Gesellschaft für die Pflanze und dadurch, ja, basierend auf vernünftige Aufklärung in den Schulen, Jugendlichen gegenüber. Und ja, Cannabis normal sagt es einfach so viel aus. Klar, es ist nicht für jeden normal und es ist auch nicht für jeder Mann und jeder Frau was, aber auch das gilt es zu akzeptieren. Und ja, eigentlich kann ich nicht mehr dazu sagen. Mehr Akzeptanz für die Pflanze und für die Menschen, die es konsumieren, egal ob jetzt für den medizinischen oder für den privaten Gebrauch. Okay. Amen. Amen. Würdet ihr den Männern noch einen Tipp geben, wie man vielleicht besser noch mit Frauen umgehen kann? Ja, ich glaube, da haben wir auch wirklich schon alles gesagt. Themen besser abstecken, vielleicht ein bisschen Orte, vielleicht bisschen anschaulicher, freundlicher gestalten, wenn man echt möchte, dass beide Geschlechter sich dort wohlfühlen. Und auch da wieder das Thema Akzeptanz. Akzeptanz und Respekt. Respekt. Ja. Vielleicht, also es wirkt ja auch bei jedem anders, aber bei mir ist es oft so, wenn ich halt gerade inhaliert habe, dass ich dann eigentlich sehr viel aufmerksamer werde für mein Gegenüber und überhaupt meine Umgebung und alles. Ich sehe viel mehr, was ich vorher nicht gesehen habe. Also vielleicht ist das der Tipp, vorher einmal inhalieren, bevor ihr euch mit uns unterhaltet. Wäre mal eine gute, ich würde gerne mal eine politische Debatte sehen mit den ganzen Vollköpfen, sage ich jetzt mal da. Wenn die sich wirklich nach diesem Tipp mal verhalten würden, fände ich wirklich klasse. Das wäre aber auch wirklich mal ein super spannendes Format. Ne? Das fände ich jetzt auch echt richtig lustig irgendwie. Aber es müssten halt eben dann sonst die Köpfe sein, die sonst eher sehr seriös gefasst und kontrolliert sind, um genau zu sehen, was dabei rauskommt. Das finde ich auch gut. Schon lustig. Wie ich gesagt habe, ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, ich will auf jeden Fall, also ich habe sehr viel, sehr positive Erfahrungen auch mit den Männern in dieser Branche gemacht und viel, viel weniger negative Erfahrungen. Das möchte ich jetzt hier einfach nochmal festhalten. Dass es noch so wenig Frauen in der Branche gibt, ist ja jetzt nicht nur die Schuld der Männer. Umso mehr die Pflanze in Zukunft akzeptiert wird, umso mehr Frauen werden auch in der Szene zu sehen sein, da bin ich mir sicher. Ja, gebe ich dir recht. Ich habe ja auch so einen Mann zu Hause. Und hast du auch mit so dem muss ich, ja, ich habe auch so einen Mann, mit dem ich zusammen arbeite und lebe. Kein Auslaufmodell, oder? Kommst du auch nicht dran vorbei. Nein. Ja, aber weißt du, ich finde ja auch, wir Frauen sind ja wirklich auch oft selber schuld, weil wir auch oft uns selber in diese Rolle der
dieses Kümmerns und diesem mütterlichen Sein auch oft hineingeben. Mache ich auch ganz oft mit mir selbst die Erfahrung und denke mir, jetzt habe ich es schon wieder getan. Ja. Ich kann euch sagen, was ich oft erlebe. Bitte. Oft, wenn man in Männerrunden sitzt, dann wird oft gesponnen und nicht ernst geredet. Und dann kommt eine Frau dazu und auf einmal sind alle, als wenn sie sich benehmen und vernünftiger reden. Echt? Deswegen, ja. Als ob wir Frauen keinen Mord dabei sitzt, ja. So ungefähr, dann reißen sie sich alle mehr zusammen. Das ist ganz komisch. Auch das ist aber irgendwie auch schön. Ja, oder also, aber würdest du sagen, verkrampft oder halt anders? Nee, eher nur, dass sie sich mehr benehmen. Also, oder dass da mehr Respekt auf einmal da ist, sobald eine Frau dabei ist. Ansonsten wird da ist nicht so die Diskussionskultur wird da nicht so eingehalten. Naja. Auch interessant tatsächlich, ja. Ja, in diesem Sinne, Entschuldigung, dass ich mir öfter ein Taschentuch an die Nase halten musste. Ich habe einen leichten Schnupfen. Ich hoffe, ich schaff's ohne richtige Erkältung. Du, ich weiß nicht, ob du das überlebst. Ja, Männerschnupfen ist ganz schlimm. Ansonsten immer wieder dem Schubladen denken. Ich fand's auf jeden Fall echt spannend und toll, mit euch hier zu reden. Vielleicht wiederholen wir das nochmal in irgendeinem anderen Kontext. Gerne. Ihr seid auf jeden Fall ganz, ganz tolle gerne. Menschen. Und ich glaube, viel Erfolg brauche ich euch nicht mehr zu wünschen, den habt ihr ja bereits. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Erfolg noch für die Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem einen oder anderen Festival-Veranstaltung wieder. Danke dir auch, Mario. Danke dir, Mila. Ja. Und absolut. Ich finde auch, also ich habe eben, habt ihr ganz am Anfang von Mazedonien gesprochen. Ich habe die Memo nicht bekommen. Ich war nicht dabei, aber das hört sich toll an. Ja, auch toll. Ja, ich wünsche euch natürlich auch alles, alles Gute, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Sinne. Und ich bin mir sicher, dass wir uns bald mal sehen werden. Da freue ich mich drauf. Bestimmt. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.